Herzlich und willkommen bei der nächsten Folge von der Sims Baby Challenge. So, wir sind vor unserem Haushalt und irgendwie scheint die ganze Familie auf Toilette zu wollen. Wer ist das? Der Carol, der ja gealtert ist, darf zuerst gehen. Der kleine Clint, den schicken wir nach oben auf Toilette. Hier kannst du rein. Und der Alexei, der muss auch auf Toilette, der kann in das andere Bad. Wir haben ja drei Badezimmer. So, der muss auch, aber der kann unten warten. Der kann jetzt hier rein, Kevin ist fertig. Das ist Jäger. Und Tyson, das sind hier unsere Neuzugänge, Jäger und Tyson. In der letzten Folge haben wir ja mit diesem Clown geflirtet. Wir schauen jetzt mal, was diese Folge bringt. Es ist Samstag, es ist 2 Uhr nachts. Wir machen den ganzen Samstags. Die Sims müssen jetzt nicht zur Schule. Auch Cheria muss auf Toilette. Was haben die denn alle vorher gemacht? So. Die kann hier oben gehen. Der ist fertig. Nee, der war doch. Okay. Sie isst jetzt nochmal. Der ist beschämt. Die sind alle beschämt. Ah, der ist wahrscheinlich bei dem ins Klo geplatzt. So, was haben wir mit ihr als letztes gemacht? Wir haben auf jeden Fall drei Fähigkeiten auf Level 10 erreicht. Kochen, Malerei und Angeln. Wir sind jetzt bei Charisma angelangt. Die ganze Familie geht jetzt essen oder trifft sich um. Er nimmt sich auch was. Jetzt kommt noch ein bisschen rein. So. Jetzt kann sie auf Toilette gehen. So, aber die müssen ja gleich auch ein bisschen schlafen. Sonst wird der Tag ja ein bisschen anstrengend. Deswegen schicke ich die alle jetzt ins Bett. Ach, das ist so schwierig hier. Die kriegen ja immer Angst vor den Monstern jetzt, seit diesem Add-on. Ich hoffe zumindest, dass diese Nacht besser läuft. Schon wieder auf Toilette. Da kam schon das Monster. Sprich doch einfach mit ihm. Da muss ich mal gucken, wie ich das irgendwie deaktivieren kann. Das ist ein bisschen nervig mit den Monstern, finde ich. Clints Versuch war nicht erfolgreich. Er hat wohl keine Lust, Freundschaft zu schließen. Ja, Clint. Weck deine Mutter und die sprüht das Monster ein. Der macht das mal. Ist eine gute Mutti. Yay, Boo. Ah, mir fällt auf, ich habe gar nicht mein kleines Büchlein neben mir, wo die ganzen Kinder drin stehen. Das ist hier in der Schublade. Jetzt raschelt das erstmal ein wenig. So sieht das Büchlein übrigens aus. So. Ja, Maurice Förster ist der letzte Typ, der 16. mit dem wir geflirtet haben. Das ist dieser Clown da. Damit machen wir jetzt an diesem Samstag mal weiter. Dann wird das nächste Baby nämlich ein Clown-Baby. Könnt ihr jetzt weiter schlafen?
Es ist noch zu früh. Wie viel haben wir denn im Kühlschrank drin? Nicht mehr viel, dann sollen sie noch schnell was kochen. Ein Gourmetgericht. Hähnchen. Partygröße. Gut, und danach können wir Maurice gleich anrufen. Erstmal das ganze Geschirr hier wegräumen. Hat auch keiner von denen weggeräumt, ne? Schweinsköpfe hier. Wir machen einen Tee. Ein Ginseng-Tee. Habe ich die neue Teekanne? Scheinbar. Gucken wir beim Kochen zu. Froom. Schöne ist es. Sieht sogar aus wie Hähnchen. Ein bisschen Pfeffer. Jetzt ist es ein großer Klumpen. Sarpava. Ja, schmeiß es zurück in die Pfanne, wenn es auf den Boden gefallen ist. Oh, ouch! Zim! Oh, schimmer, schimmer, schimmer! Es brennt jetzt auch schön. Das ist der Wahnsinn. So schön möchte ich sie auch aus der Pfanne rauskippen können und in den Kühlschrank stecken. So, das ist dann das Mittagessen für die Kinder. Es ist auch erst einmal nur angebrannt und auf den Boden gefallen, aber wenn es denen schmeckt. Da wird der Tee aufgebrüht. Abwarten und Tee trinken. Kampf gegen die Erkältung. Ah, das ist für Erkältung gut. Gut zu wissen. Sie sieht auch sehr zufrieden aus. Ja, läuft bei ihr. So, während wir auf die Kinder warten, laden wir mal den Maurice ein. Einladen auf den Grundstück. Stupasa! Boes! Hey, einladen hier abzuhängen. Simsei, Blaine! Kannst dich nicht mehr bewegen? Warum nicht? Geh hier hin. Einladen abzuhängen. Vemboy Barovi, Gungane Ansa, Jalurba Kitsuni, Simsei Kohaben. Hat, fühlt sie sich jetzt kokett. Oh, Moritz kommt sogar. Und Alexei ist wach. Was machen wir mit ihm? Hausaufgaben? Oh. Carzini Pomeray. Oh, you three. Ebazir. Halfwash. Shuli. Tifuni. Oh. Onuba. Biba Chaza. Torka Chusen? Sabora. Gaba? So, mal scherzen. Umura. Der ist ja. Das ist ja der traurige Clown. Gorsoi. Ob wir das schaffen? Ah. Ishina. Glarka. Wanna fash. Palifa. So, wir fangen mal nach seinem Tag. Benasa? Und lernen ihn mal Jean equipped. Burl Pando? Samso. Oh. Shanika Fabian. Der ist gesellig. Tatsächlich. Parsifei Froben. Limino. Quar Gorbene. Parasa. Yelzit. Mal Cocktips geben und ein Kompliment über sein Outfit machen. Wir sammeln ja auch noch Charisma für Cheria, damit sie hier ihre Charisma-Fähigkeit ausbaut. Also, warum nicht? Empfangene Seraphie. Kalu Pizzoi Brabani. Vips Wabitabe. Kompliment und schmeicheln, den Tag verschönern, den Tag verschönern, den Tag verschönern, den Kleinen Kredit fragen.
Quanky. Ah, Vadish. Helga. Fesselnde Geschichte erzählen. Wenn ich die Hälfte von ihm in grün versuche, ich mal ein bisschen die Romantik anzukurbeln. Campbell Veruda Dibba Wiss. Ich bin gespannt, ob es ein Rotarelles-Kind wird. Jillibar Kitsune. Fangen wir jetzt schon an. Bruhana de Loba. Muma Zarba. Rabati Yibol. Snebara. Lobadine. Farvon Neme. Bayan. Nee, das ist noch zu früh, jemanden zu besuchen. Zuba Kenibu. Oh! Equa. Oh, Goni. Oh, no. Galarga! Dann sind wir immer dahin von Schmarr. Wir geben Angeltipps. Wir tratschen ein bisschen. Wir schmeicheln ihn. Wir fragen nach seinem Tag. Er ist jetzt sehr traurig immer noch. Lamina Galka Wattini. Das romantische Interesse ist zurückgegangen. Sanoush. Sanoush. Fang an. Duwa. Drovoy Zarps. Können wir den weiterhin noch kennenlernen? Benasa? Sprechen immer über seine Interessen. Ebso Nooch. Aha. Baina Wexa? Dizzy Wag. Vomini Mubrif. Pizoy. Hampe Tibanu. Squame Quaz. Ist immer müde. Der kann erstmal wieder schlafen gehen. Vanosa me bish. Niborf vom Boop. So. Dramatische Geschichte. Oh, here she now. Joff. Impfalliness. Baza. Parsip. Zimze. Chorib. Desmigos. Crunchy. Nivizel. Ich glaube, ich muss mal gucken, wie man Clowns bezirzt. Wenn ihr da irgendwelche Tipps habt, könnt ihr gerne in die Kommentarbox schreiben. Tibonahu. Smace. Oh, Rinka. Klappt der auch. Roses Abimi, Zumpf, Veruda, Brainim, Blisp, Johnny, It's über Vampir. Schleesam, Flinsk, Quaver. Ich spule mal vor. Zombo Skiba, Zubatube, Lava Zubi. Dwee. Rita hat das gleiche. Rita ist erwachsen geworden. Guckt euch Rita an. Die hat dasselbe Kleid wie ihre Mutter. Lumish, Uniturb, Ubis, Afrith, Chelki. Du darfst deine Schwester mal reinlassen. Galarga. Rita, hau nicht ab. Kann ich sehen, mein Kind. Monil. Samso. Sie ist erwachsen. Schaut sie euch an. Empfangene Seraphim. Hübsches Kind. Kalu, Pizoi Brabani. Lange Chilo Jabini. Selbe Gesicht wie die Mutter. Sehr schön. Benar Pelka. Die Kleine kann jetzt erstmal eingehen. Warum bist du wütend? Weil du ein Hitzkopf bist. Ja, dann. Dann schlag das Stoff dir. Kein Problem. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, was der für. Das ist immer noch so wenig. Elaine, Kusa Chuva. Yibs. Auch einer unserer Söhne. Dumbo Freeze Bay. Das ist der Raven. Yibs. Komm herein. Oh, teilen mal Fotos mit dir. Sehen eine fesselnde Geschichte. Rinka Dolpa Schal. Was ist mit der Romantik? Arveni Shopshim Zubar. Seneke Bispa Plone. Niso Crib. Durani. Oh, Mensch. Cherry hat miese Laune. Sie ist krank. Hier bin ich, Franho.
unbehagliche Begegnung, müde. Sie soll jetzt erstmal schlafen gehen. Das bringt in der Folge, glaube ich, nichts. Da muss ich mal gucken, wie wir das besser machen. Wir kümmern uns jetzt mal um andere Sims und können vielleicht, wenn sie wieder wach ist, mit jemand anderem flirten. Aber wir lassen mal die wieder ums Essen aussortieren. Du kannst. Ist das verdorben? Nein. Das ist ja neu hier, ne? Dann nimm das Hähnchen. Und du. Nimm auch das Hähnchen. Und du darfst Hausaufgaben machen. Sehr schöner Punkt. Terrible. Carol und Ray. Michelle Spurbeck. Nur Clint ist ein Blondschopf. Ich glaube, das ist der erste Blondschopf. Amy Ashcrophoba. Zubayuya. Rumalbern. Das machen wir mal. Die Rumalber-Sache hier. Longus Wasadis. Longus Agonal. Dosp. The Schweebie Sabes. Nusch Webo. Quasp. Lita räumt auf. Seht ihr das? Bizarric. Bumparic. Ha ha ha. Grasha. Kind. Ground no jerks. A weeba canoe from Booza Mambisha. Nabush? Sports go for Boonsta. They deezy na fulan. Tating. And Chelte Zombo. Ich glaube, rumblödeln ist gemeint. Creaser. Waste a dream. Waffita. Galarga. Fish now. Galarga! Turkey! Shooksona! Laura! Jessua! Dine! Biafla! Flinta! Nuvi! Sush! Flina Low! Acho! Sie blödeln echt rum. Aber es ist Kabura. Frinka, Brobe Unza. Sonze Brista. Was lustig, muss man sagen. Jetzt über Comics. Frisak. Krin. Blues Wanu, Steve, Pelzwa, Kazoi Traben, Frizak Mobsy. So, jetzt gehen alle unsere Gäste. Whitney Noosh or Boney Webo. Looks like Bama. Payun. Zählt irgendwie nicht. K. West. Egal. Chavez Turka. Ah, Kim Lu. Quas. Ah, der muss ja auch noch Gartenarbeit machen, ne? Wir waren ja hier am Pflanzen. Alles ernten. Und bewässern. Und hier lassen wir mal einen Profigärtner ran. Die machen jetzt alle fein die Hausaufgaben, außer er, mit ihm können wir noch was machen. Wir gucken ihn beim Käfigspiel zu. That's the West. Sweep. Game over. Choo-choo-choo! Choo-choo-choo!
Ziffelfuba. Genera Sibu. Hey, Weenbow. Ubnete, Unga. Und Carol sitzt auf Knien am Boden und machen ihre Hausaufgaben. Auch süß. Clint ist fertig. Ich gehe mal zu Clint. Scheint ein bisschen stoned zu sein. So. Ja, verdorben, da ging es im Tee. Du hast genug geschlafen. Darfst jetzt noch auf die Toilette gehen. Und dann den verdorbenen Tee leeren. Danach darf der Kleine auch auf Klo gehen. So. Die Hasenpuschen, guck mal, der hat Hasenpuschen an. Sollen wir gleich noch einen Ausflug machen? Es ist zwar 17 Uhr schon bei den Sims, aber wir können jetzt noch gleich einen Ausflug machen, damit Cherry den nächsten Typen kennenlernt. Hausaufgaben sind auch bald fertig. Okay, wir können den auch hier lassen. Er ist gleich fertig und kann dann auf Klo gehen. Flint möchte von Mike Moon abhängen. Okay, ich hoffe dabei. Waven, komm herein. Teru Oberoi. Ich spüre mal so lange. Hallo, Flint. Mer Kid Sestuma. Bane Wexa? Sie sind übrigens Zwillinge. Flint und Carol. Sie sehen sehr unterschiedlich aus. So, und jetzt reisen wir. Wir reisen. Mit der ganzen Bande. In ein anderes Gebiet. Nach Windenburg. Das ist ja neu. Ich weiß gar nicht, haben wir das schon mal gemacht? Ja, ich glaube schon. Ja, beim letzten Mal. Wir sind, glaube ich, in das Herrenhaus, in das Schmuckschloss gegangen. Jetzt gehen wir mal zu den Klippen. Wir reisen zu den Klippen. Wir nehmen Maurice mal mit. Flynn ist ja dazugekommen. Carol ist sowieso dabei. Carol, Raven ist auch dabei. Juri, guck, der hat eine Brille. Das sieht ganz neu aus. Bruno kenne ich nicht. Bruno hatten wir auch noch nicht. Bruno ist auch noch kein Vater. Wir nehmen Bruno mal mit. Tyson noch mit. Alexei und Jäger. Ach, reicht nicht. Egal, Jäger bleibt zu Hause. Und wir reisen jetzt. Und dann können wir an den Klippen ein bisschen noch was machen und lassen den Tag dann vergehen. Und wahrscheinlich wird in der nächsten Folge dann wirklich hauptsächlich geflirtet und wir kriegen den nächsten Papi dann für das nächste Kind. Genau, wir sind bei... Das nächste wird das 14. So, Cherry ist die wichtigste. Mit der machen wir mal. Sind die Typen auch dabei? Das sind unsere Kinder. Aha. Gaffa. Nö, das sind nur Kinder. Wir können ihn mal graben lassen. Er ist krank. Er darf jetzt erstmal eine Arschbombe machen. Die haben tatsächlich die Männer nicht damit. Mit wem soll sie denn jetzt flirten?
Freddy haben wir schon. Clint ist Freddys Sohn. In den Kontakten hat sie auch keinen. Wir warten einfach ab. Vielleicht kommt jetzt noch jemand hier vorbei oder so. Oh ja. Er darf das Ganze. Was hast du? Du bist wütend. Weil dein Hass gespritzt wurde. Ach du je. Ah, Jabin! Oh, oh. Er sieht auch sehr glücklich aus, wie man sieht. Er spritzt doch zurück. Schwimmt doch. Ihr seid Kinder. Was ist angezündet? Nein. Der darf jetzt hier abhängen. Was ist das für eine Fähigkeit? Er hat gerade eine Fähigkeit erlangt. Die Videospielfähigkeit, weil er ein Feuer angezündet hat. Jo. Scheibs. Jo. Das sind alles nur Leute aus der Gruppe. Gala. Constava Yompi. Oh. Ist auch tatsächlich niemand hier. Völlig allein. Sieht auch schön aus, die Ruine. Das Feuer ändern. In Blau. Oh, wir fahren jetzt in den Nachtclub. Flynn. Juri, wir nehmen die Älteren jetzt alle mit. Bruno. Freddy. Lea darf auch. Die Kinder bleiben zu Hause. Und zack, wir fahren jetzt eine Party machen. In den Nachtclub. Ich glaube, das nehme ich jetzt öfter an, einfach weil man nicht weiß, was passiert. Und es eigentlich ganz spannend werden kann. Der Ladebildschirm ist natürlich auch da. Aber er hat schnell geladen. Wir sind jetzt zum blauen Samt.
Ey, Barangay! Hauptsächlich unsere Kinder. Bruno gehört nicht dazu. Bruno lernen wir jetzt kennen. Girl Pando? Eine Tanzparty. Samso. Fran, Swish, Garza, Tom. Bah. Er ist ein Spinner. Oh. Segluna Vool. Bis Anje Jitka. Kavlitz Sharky. Das ist verspielt, also macht man eine schlüpfrige Frage. Zombo Funi. Dorve Queba. Fruit Swack. Brunch Imbo. Das ist doof. Agana Glaive. Zumba. Aha. Und last. Oh, das klappt nicht ganz gut. Bingoya. Rangoya. Chabe. Abswars Napatani. Ein sarkastisches Kompliment machen? Aragaba Yemful. Naya Floof. Brif Chalky. Tuga? Oh. Gucken, vielleicht kriegt er das ja nicht mit. Afflin Wadida. Er kriegt das nicht mit. Apodola. Lovo Canathoy. Zabora. Imbris. A lot of way. Narumu Prankus. Umfra Nebahana. Kaisen. Wixona Zarspa. Galium Shersha. Vabriz. Gribbix Sabal. Schreibt ihr mal in die Liste? Chabe. Bruno Weißhaupt. Kitsune? So, ja, darf ich Getränke bestellen für Snurch, Lollapepso, Cheshire, Ich kann auch mal Witze erzählen. Oh, Jarbin de Kuba. Ja, was wäre das als. Mabese Shizu. Als Streben. Die ganzen Romantik-Sachen. Jetzt mal auf ersten Kuss erleben wird wirklich schnell mal zwischen das hat funktioniert. Wolltest du nicht hier Witze erzählen? Oh,
Jarbin Dekol. Sabrava. Oh. Das ist süß, ihr geht vor die Tür. Schlägt Freddy ihn jetzt? Nein. Was macht sie? Sie bereitet Lachs in Kräuterkruste auf der Party. Sollen sie mal machen. Es hören sogar drei Mal zu. Eva Kofikosa, und Lea Niesen. Lea aber schläft auf dem Stuhl ein. Er scheint also sehr witzig zu sein. Und dieses leicht gekleidete Mädel hier. Man sieht ihren BH, seht ihr das? Die scheint voll auf den Carol abzufliegen. Ist das King Lichin? DJ oder so, ne? Every knock. Yes. Whip. Markham. Sturka. Punjab. Say bye. So funny. Jown. Aber er hat's umgealbert und Level 2 erreicht. Das ist schon mal gut. Er hat auch eine Krone elterliche Führung. Von einer starken elterlichen Präsenz inspiriert. Ist Jeremy es oder der andere Vater? Ist denn der Vater von Carol? Oh, es ist ein Geist. Kann ich das nicht größer machen? Also, Carol. Das ist Raven, ne? Ja. Das ist Carol. Carol und weiß man nicht mehr. Aber hier steht es noch. Carol und das ist von Marco Bach. Steht auch Halbbruder. Ah, weil das halt nicht dieselben Geschwister sind. Und Flint müssten aber eigentlich dasselbe Elternteil haben. Die haben zwei Söhne. Und Kevin und Marie Lambert. So, Marie ist schon erwachsener geworden. Ach, das sind die alten Kinder von ihr. Das sind die, die sie mit Carol hat. Ihr Stiefsohn und das ist die eigene Tochter. Das ist der Baum von der Chip. Sie hat vier Enkel: Marcel und Alexa, Stefan und Lukas. So. Jetzt gehen wir wieder zurück. Jetzt wird das Video so ewig dauern. Eigentlich, wir machen das Event noch zu Ende. Es ist ja schon Sonntag nachts. Sonst wird das viel zu lang. 33 Minuten noch und dann ist es eben zu Ende. Was machen wir jetzt noch? Er darf seinen Skill machen. Und Jeremy isst gerade noch was. Juri ist auch eingeschlafen. Und Lea auch. Naja.
Way, bow! Arf and Korba? Yonk! Er fühlt sich gerade unwohl. Er darf noch kurz aufs Klo gehen, bevor das Event zu Ende ist. Zack. Verwenden. Ich bin mal ein wenig vor. The Samba. So, ihr dürft jetzt nach Hause gehen. Ich würde hier auch die Folge für heute beenden. Und lasst ihr jetzt noch nach Hause kommen, damit ich da das Spiel abspeichern kann. Und sagt dann einfach schon mal jetzt bis zur nächsten Folge. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao.